Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Harvest Moon, The Winds of Anthos. Wir sind heute im Graswachs-Simulator. Was? Graswachs? Hä? Ja, das Gras muss wachsen. Also, größer werden. Gedeihen. Wie auch immer. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir auch Gras pflanzen. Deswegen müssen wir jetzt heute hier mal ein bisschen... Ja, ein paar Sachen zertrümmern. Wie Steine. Das alles loswerden. Und dafür haben wir ja auch Gras gekauft in der letzten Folge. So. Und den letzten Steinblock nochmal kaputt machen. Geht meine Ausdauer zur Neige, war klar. Aber dafür haben wir Essen. Okay, und jetzt können wir hier Gras pflanzen. Nein. Ich hätte mich anders positionieren sollen. Naja, egal. Und ich horche jetzt auf euch, die ihr sagtet, lieber Tro, Gras wächst auch ohne Wasser. Hoffen wir mal. Weil ich habe jetzt hier 20 Gras und es wäre schade, wenn ich die jetzt einfach so rausballer. So. Einmal hier verteilen. Jetzt kann ich noch 4 Stück hier so machen. Genau. Ah, passt genau. Wunderbar. Also ihr sagt, ich muss die nicht gießen. Da vertraue ich jetzt halt auf euch, ne? So, das verarbeiten wir. Jetzt haben wir hier noch ein paar Aufgaben. Die wir so jetzt... Klar, das... Ja, das kriege ich noch nicht ganz fertig. Das könnte ich noch fertig kriegen. Die Reit-Challenge. Definitiv nicht. Dafür brauche ich erstmal Butter und Spiegelei. Das kann ich aber kaufen. Rote Rosen, Glas für mich. Ja. Holzbretter. Ja, das habe ich. Auf das habe ich es eigentlich abgesehen. Um Lilikala ein bisschen aufzuwerten. Das heißt also, schlussendlich könnte ich mich jetzt hinlegen. Aber erstmal hier. Also Wasser ist aufgefüllt. Und dann müssen wir auch noch demnächst. Wie heißt es? Gold sammeln. Dann legen wir uns jetzt einfach mal hin. Mal schauen, wo der Sturm jetzt ist. Ob er jetzt bei uns ist? Nope. Also viel Aufregung um nichts. Sieht so aus, als würde das Wetter morgen etwas rauer werden. Denk daran, deine Pflanzen und Tiere zu schützen. Oh nein, Troplay, es ist furchtbar. Das schlechte Wetter von gestern hat die Felder ruiniert. Achte beim nächsten Mal darauf, dass du deinen Zaun hast, um die Pflanzen und die Felder zu schützen. Moment. Was? Aber das kann doch gar nicht sein. Gestern war doch wunderschönes Wetter. Wenn jetzt wirklich meine Felder zerstört sind, dann sind sie doch gar nicht. Okay, das Gras wächst also wirklich. Das ist schön. Aber trotzdem, das ist jetzt echt mir Sorgen gemacht, aber es ist doch gar nichts passiert. Tschüss. Macht's mir umsonst Sorgen. Oder hatte ich irgendwo was angepflanzt, wo vielleicht doch erwischt wurde? Wäre mir jetzt eigentlich nicht so bekannt, aber okay. Egal. So, heute muss ich mich mal wieder um die Tiere kümmern, komplett, weil ich habe es ja in der letzten Folge nicht getan. Außer um Ulf. Ja, und dadurch habe ich jetzt auch ein Ei weniger. Seht ihr mal. Was sind das für Hühner? Einen Tag kümmert man sich nicht um die und dann legen sie schon keine Eier.
Was seid ihr für Hühner? Wer war's? Dreambird? Semina? Oder doch Minarella? Ich weiß es nicht. Warum folgt ihr mir jetzt? Mit Ulf darf ich jetzt nichts machen. Nein, lass mal Ulf jetzt erstmal essen. Das heißt also, ich muss echt noch die 70 Holz sammeln jetzt. Oh, eklig. Wo sammle ich denn jetzt am besten mal die 70 Holz? Nach Lansbury. Dann kann ich von dort aus auch gleich die Sachen herstellen. Ich glaube, 47 habe ich. Das heißt, 3 Bäume muss ich fällen. Dabei wollte ich eigentlich in die Mine. Ich habe sie gerade für irgendwas anderes ausgegeben. Ich Idiot. Tja, Tro, dann kannst du jetzt nochmal schön 7 Bäume fällen. Oder beziehungsweise jetzt noch 5. Ich bin doch echt so doof, oder? Was habe ich denn das Holz ausgegeben? Ich bin gerade echt am Überlegen. Das Holz habe ich auch nicht gelagert, das weiß ich. Für irgendwas habe ich das ausgegeben, aber ich weiß nicht für was. Alles ist gut, du kleiner Wichtel. Alles ist gut. Karottensamen. Danke. Mysteriös. Noch 2 Bäume. 2 Bäume und dann ist meine Ausdauer auch für den Hintern. Hier ist so das, wo am meisten Holz ist. So, da. Meine Nase juckt. So, und jetzt erstmal schnell was essen. Muss ich mir wieder was herstellen. Aber jetzt haben wir die 7 Dinger da. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich die hin verbraucht hatte. Wahrscheinlich für irgendeine Aufgabe. Na komm, wir nehmen die... Nein! Nimm 12, falls ich mich verzählt habe. Kann ich ja nochmal herkommen. Weil so viele brauche ich vielleicht auch gar nicht. Und dann habe ich das umsonst gekauft und dann stehe ich da. Wie Ochs im Wald. So. Also ich möchte halt auch nicht, dass meine Felder kaputt gehen. Deswegen muss ich das jetzt halt so machen. 21 Stück. Ich habe schon welche hergestellt gehabt. Ich bin so ein Idiot. Jetzt weiß ich, wo die hin sind. Naja, egal. Hauptsache, das ist jetzt hier gleich safe. Und da passiert nichts. Ich weiß immer, wie viel wir zu viel hatten. So. Und so viele hatte ich? 7. Möchte jetzt nichts zu sagen, ne?
So. Weglegen. Wunderbar. Das Holz brauchen wir wahrscheinlich noch. So, dann gucken wir nochmal. Wovon haben wir viel? Mais. Nehmen wir die Brokkolisamen raus. Das muss man sich mal vorstellen. 19 Mais. Nur noch 5 Grassamen habe ich. Endivien. Orangenpaprika. Grüne Paprika. Aubergine. Da sollte einiges zum Anpflanzen möglich sein. So. 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 Wunderbar. Nein, erstmal den Stein hier weg. So, jetzt können wir uns um das Bepflanzen kümmern. Das sind hier 6 Felder, ne? Dann pflanzen wir jetzt erstmal die 6 ein. Beim nächsten sind 9. Dann nehmen wir hier die 8. So. 8. Endivien. So, jetzt können wir gießen. Nein, nicht den Rasensamen. Ach, Mann. Das ärgert mich. Eine Ladung Wasser zu viel. So, Düngen habe ich 67. Ich sollte vielleicht das nächste Mal den Mais düngen, weil dann kriege ich ja mehr raus, ne? Also so viel Dünger, wie ich habe. So lange es dauert, den herzustellen mit den Sachen, die ich habe. Lohnt sich das noch nicht wirklich. Na gut, ein bisschen was habe ich jetzt hier bekommen. So ist es ja jetzt nicht. So. Das ist alles erledigt. Jetzt heißt eigentlich, warten auf den Mais. Auf das Gras, ne? Weil hier kann ich jetzt keine Aufgabe abgeben. Ich wollte doch dahin. Weil mir da das Gras fehlt. Das könnte ich abgeben, kriege ich gerade. Ja. Ja. Hm. 4-Kant-Holz. Spinat müsste ich noch pflanzen. So, dann ja, legen wir uns einfach mal schlafen. Ich habe eh keine Ausdauer mehr. Beziehungsweise gucken noch, was wir kochen können. Das wäre noch eine Idee. Grüner Salat. Halt. Sellerie und 8 Tomaten. 6 Stück kann ich dann herstellen. Der Pilztopf wird mich jetzt nicht so
Ja, die... Ja, gut, das hätte ich eigentlich machen sollen. Ich hätte den Thunfisch schulen sollen, ne? Ja, es ist natürlich dann so... Pro mal wieder auf seiner höchsten Leistungsstufe, was das Denken angeht. Ne, das wollen wir behalten. Also, das war jetzt ein Salat erst. Das kann seine Zeit dauern. Ich wollte gerade sagen, so lange gucken wir einfach mal auf der Karte, aber da läuft ja die Zeit zum Glück nicht weiter. Ich finde, sowas müsste einstellbar sein. Möchtest du, dass es auf der Karte weiterläuft oder nicht? Jetzt kommt der letzte Salat. Da haben wir sie alle. Nee. Ich habe 6 Stück, ne? Dann kommt jetzt der letzte Salat. Genau. Dann können wir beim nächsten Mal in die Mine gehen. Was haltet ihr davon? Und Gold sammeln. Oh, das ist ja sogar noch besser. Herzlichen Glückwunsch, das Ei im Inkubator ist geschlüpft. Schauen wir es uns an. Ich habe es versucht zu vermeiden. Nein. Also, wir haben jetzt noch ein Ei und, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, mal gucken, ob das passt vom Namen her. Passt nicht, egal. Küchenkiek. Ein schöner Name, hm? Küchenkiek. Wer kennt ihn nicht? Küchenkiek. Nicht den Küchenkrieger, nein, Küchenkiek. Aber er weiß, wer gemeint ist. Jetzt ist das Wetter hier so bescheuert. Aber hey, Leute, das Gras ist fertig. Das ist doch schon mal gut, dass das Gras fertig ist. Mais, Tomaten. Das lohnt sich jedenfalls. Aber wir müssen dann nochmal auf Futtermais-Suche gehen. Aber nicht mit dem Pferd. Das Pferd kommt dann nämlich nicht lang. Da ist Küchenkiek. Hallo Küchenkiek. Ich brauche das Rezept für Rührei, glaube ich. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. So, Futter herstellen. Achso, und? Ein Futter im Futtermaten. So, Minarella. Dreambird. Wolf. Und Semina. Aber essenstechnisch sollte das noch reichen. So, dann bringen wir jetzt das letzte noch weg. Jetzt müssen wir aber alles haben. Oh, hier darf ich mit dem lieben Ulf reiten. Komm, Ulf. Wir reiten geschwind über den Wind, weil wir Freunde sind. So. Sammeln wir erstmal ein. Die Materialien, nach denen ich gefragt habe, ja hier bitte. Danke, jetzt kann ich das Haus reparieren. Dann kann ich den Tierladen wieder öffnen. Oh, und hier für all deine Hilfe.
Aber jetzt habe ich doch alle Aufgaben erledigt, oder nicht? Hier in einer Nacht, klaren Nacht zum großen Pier. Schön, dass es regnet. Ist wunderbar. Ich liebe es, wenn es regnet. So, dann suchen wir auf der Karte mal. Zack. Muscheln. Erstmal die reichen Dinger hier. Das sind die, die viel Geld geben. Weil die ganz große Muschel ist jetzt nicht dabei. Da hinten ist eine, da komme ich aber noch nicht hin. Das heißt, hier lang müssen wir. Ich meine, einer von den Muscheln bringt ja 220, ne? Von den Jammo-Dingster-Bumster-Muschel-Teilen hier. Jesu. Jesu Jakob. Dann müssen wir bei einer klaren Nacht dahin. So, dann reiten wir hier wieder außen rum. Reiten hier hin, holen uns hier die Muschel. Und die Muschel. Die bringen eigentlich auch so gesehen gut Geld, ne? Ich glaube, die kann man auch immer wieder gut einsammeln. Die Personen, die sich damit auskennen, mal bitte in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Bringen diese Muscheln wirklich gut Geld und kann man die verkaufen oder braucht man die immer wieder? Oben ist noch eine, da ist noch eine. Da ist auch noch eine. Jankoja-Perlen-Auster. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Wir gucken einfach mal, ob wir da hinkommen. Die ist hier hinter dem Berg. Wieso hast du denn jetzt Hunger? Kriegst jetzt nichts essen. Ruppel, du quälst das Tier. Ja, ich weiß. Hier gibt's Bananen. Da ist ein Bär. Nee. Komm ich so nicht hin. Muss ich von der anderen Seite ran. Das ist schade. Da oben ist noch so eine Muschel. So eine Auster. Schön. Schön, dass da oben so eine Auster ist. Das ist doch immer wieder schön, sowas zu sehen. Na gut, dann bringen wir ihn mal nach Hause. Den armen Kleinen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So. Vier Stück. Wunderbar. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Boah, das sind... Boah. Aus den Eiern, wenn ich da dann was Besonderes machen könnte. Komm, hauen wir die auch mal raus. Davon haben wir auch gerade massig. Also, dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.